Hallo, ich bin Emilia und ich spiele auch im zweiten Teil von Freche Mädchen wieder die Mila. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Selina Schirin Müller und auch im zweiten Teil werde ich wieder die Hanna verkörpern. Hallo, ich bin Henriette Nagel und wieder die Kathi. Wir drei, also Hanna, Mila und Kathi, sind ja schon sehr dicke Freunde, beste Freunde überhaupt. Und auch im zweiten Teil wird sich das nicht ändern. Das ist wie für Essen. Liebestest hast du gemacht? Das kannst du Tobi doch nicht antun. Tu doch nicht so. Ich hab dich doch mit Anthony gesehen. Wie viele Punkte hat er denn? Ich verteile keine Punkte. Gib's doch zu. Wie viel hat er denn? Seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Ihr habt beide so tolle Freunde. Der zweite Teil setzt ja so fast unmittelbar nach dem ersten Teil an. Im zweiten Teil lernt man Mila von einer viel, viel verletzlicheren Seite kennen. Wieso ist eigentlich Vanessa die ganze Zeit um dich rum? Mila, bitte. Kannst du nicht damit aufhören? Kannst du nicht endlich aufhören mit Vanessa? Ich hab doch gar nicht angefangen mit Vanessa. Aber kaum, dass ich dich anrufe, immer ist sie da. Weil sie ihr Urlaub macht. Aha, Urlaub auf deinem Schoß, ja? Man merkt ihr halt an, dass hinter dieser frechen Hülle, in der sie steckt, doch irgendwie ein paar Gefühle drin sind, die sie nicht so leicht offenbaren möchte. Eines steht fest. Ich weiß jetzt, warum alle Liebesfilme mit dem ersten Kuss aufhören. Weil danach gehen die Probleme erst richtig los. Da geht es jetzt nicht mehr um die ersten Schmetterlinge im Bauch und den ersten Kuss, sondern wirklich darum, was man falsch machen kann, was man richtig machen kann. Hey, Kathi! Hey. Tobi. Sag mal, hast du was zu essen? Wieso soll ich dir andauernd was zu essen machen? Verlässt mich doch sowieso irgendwann. Hä? Wenn du Hunger hast, hol dir selber was. Der Charakter der Kathi hat sich ziemlich verändert im Vergleich zum ersten Teil. Jetzt hat sie die ersten Zweifel an Liebe bekommen und fängt jetzt an, ihre Beziehung zu hinterfragen und kriegt mit, dass es noch andere Jungs auf der Welt gibt. Robert? Ja. Ja, und was ist mit Tobi? Robert ist da lang. Kathi. Ups. Im Vergleich zum ersten Teil ist Hanna, glaube ich, nicht viel anders geworden. Hanna ist sich selbst treu geblieben, aber eben Branko hat sich verändert. Und für mich gehört Branko zur Rolle Hanna eben dazu, weil es eben Hannas Freund ist. Das kannst du nicht machen. Ich tue doch alles für dich. Ich habe sogar das Laufen für dich aufgegeben. Dann kannst du damit ja jetzt wieder anfangen. Hey, wenn du jetzt gehst! Was? Sind wir getrennte Leute. Wir erzählen allgemein das Thema Freundschaft. Wir erzählen auch, was passiert mit der Mädchenfreundschaft, wenn jede der Mädchen einen Freund hat. Du hast so einen tollen Freund wie Tobi überhaupt nicht verdient. Hanna, Kathi, jetzt hört endlich auf zu streiten. Wenn du mit der befreundet bist, dann kannst du nicht mehr meine Freundin sein. Und es gibt natürlich eine Menge Geschichten auch wieder um die Lehrer, also auch um Rumpelstilzchen, der die Schüler terrorisiert. So, unsere gute Frau Kleine ist krank. Ich habe die Vertretung. Und wenn jetzt bitte auch die Allerletzten den Bus besteigen würden. Scheiße. Hier waren wir nun, am Arsch der Welt, der Willkür von zwei verrückten Lehrern ausgesetzt. Wir haben halt ein paar andere Probleme als im ersten Teil. Und Sie glauben, Dichthalten hat was mit Freundschaft zu tun? Das hat überhaupt nichts mit Freundschaft zu tun! Überhaupt nichts! Aber ganz viel mit Dummheit hat das zu tun! Das war's dann mit Ihrer Versetzung. Und fürs gesamte Damenkränzchen gilt: Putz- und Spüldienst für den Rest der Woche. Und jetzt mir aus den Augen! Wir lieben die Berge! Ich war noch nie in den Bergen und ein unglaubliches Panorama. Ich habe das alles immer so ein bisschen surreal empfunden. Ich glaube, auf einer Hütte lernt man sich viel besser kennen als in einem Studio, weil man eben gezwungenermaßen Kuscheleinheiten tauschen muss. Aus. Ja. Die Dreharbeiten haben wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war sehr, sehr intensiv. Und sowas ist wirklich selten und ich glaube, da haben wir ein großes Glück gehabt. Mensch, bin ich froh, dass ich solche Freundinnen habe. Ja! Was machen Sie hier? Wir haben eine sehr komplexe und geplante Vorratshaltung. Jedes dieser Eier ist abgezählt. Ich wusste nicht, dass die unsere Eier zählen.